教授、今までどこで何してたの？うん？そういえば、正直無事では済まないと思ってました。こうして会えて本当に良かった。私ももうダメかと思っていたよ。だが運が良かった。 OK。 途中で気を失ったので定かではないが、おそらく落下途中でどこかにぶつかり転がったことで衝撃が和らいだんだ。 Auf was könnten sie gefallen sein, das weich ist? Sie sind von einem Damm runtergestürztUnd auch nicht auf die Seite mit dem hohen Wasser, sondern auf der anderen Seite, wo es runter ins Tal geht. Was soll da bitte gelegen haben, das den Fall abgemildert hat? Bezweifle ich. Das Wasser war nicht sonderlich tief. Nee, das war mehr ein großer Bach als wirklich ein Fluss. Ich habe mich zurückgezogen.君たちと合流しようと水路の外に出た。だがその際にこちら側、元いた島とは別の島の方に抜け出てしまったようなんだ。Ein respawn point。探索の結果、そのことに気づいた私は水路へと引き返した。水路を逆に抜ければ君たちの元へ戻れるんじゃないかと考えたんだ。そしてさっき、なんとか君たちを見つけることができた。そうだったんですね。だが一足遅かった。もう少し早く君たちのそばに戻れれば、少なくとも修二君は救えたかもしれない。Ich wollte gerade sagen, wie hätten sie das tun sollen, aber allein, dass sie da wären, hätte Shuji vielleicht angefangen, die Dinge anders wieder zu sehen, weil dann wäre ein Erwachsener da. Ja.Ja, seine Anwesenheit hätte vielleicht Shuji retten können, aber naja. Ja, nicht deine Schuld, Prof. Nicht deine Schuld. Exakt. Please. Sono hen wa wakimaete iru yo. Moshi ihen ga atta ra, sugu ni kimi tachi e shirase yo.Ich meine, wir können ihm ein paar Digimon mitgeben, die auf ihn aufpassen. Das habe ich nie verstanden. Warum lässt man nicht Digimon bei Leuten? Oder warum, wenn jetzt einer zum Beispiel sagt, ich gehe mich umschauen, nimmt sein Digimon mit, warum gehen nicht zwei, drei Digimon mit? Ihr könnt vielleicht nicht digitieren, aber ihr seid immer noch Kampfpower. I don't know.戦いでは役に立てない私だが、そうでない場面ではできる限りの力になりたい。君も気づいているとは思うが、今の君たちに必要なものは休息だ。ならば戦いで消耗していない私が周囲の警戒を担当するのが道理ではないかな。Sure, nehmen Sie ein Digimon mit. Da hat er recht. Alle sind entkräftet unter Schock. In der Tat, wir können gerade nicht viel reißen. Der Professor will sich umsehen und da gibt es Sinn, wenn er es selbst tut. Sure. わかりました。でもくれぐれも気をつけてください。もちろんだ。では行ってくる。Gebt ihm ein Digimon mit. Okay, der Professor geht alleine, ohne Begleitung von einem Digimon. Okay. Ist schon eine Weile her, seit der Professor weg ist. Ja, hätte er ein Digimon dabei gehabt, wäre das vielleicht nicht passiert.Der Professor lässt sich echt Zeit. So langsam mache ich mir Sorgen. Um uns mache ich mir auch Sorgen. Keiner sagt ein Wort. Ich kann es ihnen nicht verübeln. Wir haben so viel durchgemacht. Ah, Kaito bricht das Schweigen. Wundervoll. Kaito? Arkenimon ga miseta maworoshi ka? Ja, tschigau. Shuji ga yatsu Fuendimon ni kuwarete. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Junge.Das war eine sehr einzigartige Übersituation. Darauf war niemand vorbereitet. Jetzt bekommen bloß keine Vorurteile gegenüber den Digimon, okay? Ist alles gut. Yes, that happened.
寮の時と同じようにいなくなっちまった。Yes? いなくなった。ごまかすなよ、修士は死んだんだ。寮と同じように。 We don't know that。 それはなあドラクモ、お前たちは何なんだよ。俺たちが見たありゃ何なんだよ。Kaito, ganz ruhig, ganz ruhig. Wie gesagt, das ist eine sehr merkwürdige Situation, aber ganz ruhig. Oh, das war eine Digitation, ganz normal. Ganz ruhig. Das wird eigentlich gerade gesprochen, da sind keine Klammern drum, so als würde Takuma das denken. Kaito regt sich fürchterlich auf, aber ich verstehe, was er meint. Jetzt sind die Klammern da. Alle sind total durcheinander. Sie wissen nicht mehr, was sie glauben sollen. Nein, 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 nein. Ganz ruhig, ganz ruhig. Leute, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig. なのかな。でも俺、サキの気持ちちょっとはわかるよ。なあ、お前たちは本当に俺たちの味方なのか。Okay, jetzt beruhigen wir uns alle erstmal, okay? 当たり前だ。当たり前って、どうしてそんな風にあっさりしてんだよ。Okay, ich kann verstehen, dass die Jüngeren gerade ein bisschen ausflippen, aber bei euch verstehe ich es nicht. Leute! Wie oft haben wir uns diese kleinen Kerlchen jetzt schon den Arsch gerettet? Hä? Und wie merkwürdig war die Beziehung zwischen Shuji und Lopmon? Hä? Und Ryo und Kunemon? Wobei bei den beiden kam es nie so weit, aber... Das ist gerade... Diese Unterhaltung muss nicht stattfinden. Sieh all die Situation, in dem sie uns den Arsch gerettet haben. ここまでお前たちと一緒に戦ってきたことが何よりの証明ではないか。Exact。確かに今までずっと俺たちを助けてくれた、ずっと仲間だと相棒だと信じてきた。いや。でも本当はどうなんだよ。ずっと騙してきたんじゃねえのか。Come on, dude。今だって心配してるふりして。俺たちをマナにはめようとして。Nein。ミノル、いい加減にするんだ。この子に及んで、俺たちのことを疑うのか。はあ？偉そうに。何なんだよ。Ganz ruhig。大体、敵対する奴らとお前たちって、一体何の差があるってんだよ。Unsere Digimon sind wesentlich niedlicher。Das ist der Unterschied。ならば言うが。俺たちがついてなかったら、お前ら人間の子供などとっくに負けていた。Fair point。じゃあ、お前らは俺たちのこといつでも始末できる立場だってことなのかよ。どうしてそう悪いようにばかり考えるんだ。なあミノル、気持ちはわかるけど、今はその辺にした方が。タクマ。もうどうしたらいいかわからねえんだ。くそ。Minoru setzt durcheinander. Wie könnte man ihn aufmuntern? Wenn er sich beruhigen würde, könnte er in Ruhe entscheiden, was er tun will. Oder ich schlage vor, was wir machen sollten und muntere ihn so auf. Ist das einfach eine Moralfrage oder ist das... Wechselst du die Farbe? Ihr wechselt die Frage, ist also einfach nur Moral. Nichtsdestotrotz werde ich mal eben speichern, und zwar ein neuer Slot. Thank you very much. So, beruhigt euch jetzt zwei, jetzt ist der falsche Zeitpunkt. Dann glaub es halt nicht. What? Andererseits steht da, was will Minoru jetzt hören? だと。うん、
ファルコモンも冷静じゃないよ。少し言い過ぎじゃないかな、ファルコモン。ミノルの気持ちも分かってやってほしい。どういうことだ。ただでさえ右も左も分からないこの世界で、みんな自分の命を守ることで精一杯なんだ。君たちといることが本当に安全かどうか、ミノルが確かめたくなるのも無理もないことだろ。お前も俺たちを疑ってるということか。それは。No. Mir fehlen die Worte. Ich vertraue Argumon, wir können ihnen vertrauen, glaube ich, und das ist alles nur ein raffinierter Fall. Nein! Es ist schwer, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Hm. Omae tachi ningen ni totte, douse ore tachi wa warumono nan da na. Soko made wa itte nai yo, Falcomon. Tada.ミノルの不安も分かってほしいって。どちらも同じことだ。もういい。ファルコモン、どこへ行くんだ。お前たちなど相手にする時間が惜しい。ファルコモン、放っておけよ、あんなやつ。Mir ist es nicht Schnuppe, ja. Er ist der schnellste in meinem Team. Er kommt über die ganze Map, wenn ich will, in einer Runde. Ich will nicht, dass er. Hätte ich das verhindern können? Moment mal. Lass mich mal eben kurz was überprüfen. Meine Moral ist wesentlich mehr in Richtung Harmonie. Und zwar mit Abstand. In dem Fall, lass mich mal eben gucken, ob ich das verhindern kann. Ich meine, ich kann es nicht verhindern. Ich konnte bisher nichts in dieser Art und Weise verhindern. Aber vielleicht kann ich es verhindern. Ich glaube es allerdings nicht. Ich glaube, Falcomon wird am Ende immer gehen. Aber das ist so eine der Sachen, worauf ich schon so oft eingegangen bin. Man hat hier nicht wirklich eine Choice. Man hat lediglich... Man entscheidet quasi nur, welche Kurve man nimmt, bevor man wieder auf den Hauptstrang geht. Das ist alles. Versuchen wir mal das hier. Wie soll ich das machen?今考えることじゃない。みんなショックだし疲れてる。そんな状態で無理に考えたって悪い結果になるだけだ。少し体を休めたらきっと頭も今より回るはずだよ。そうだ、今のお前は見るに耐えない。もう少し冷静になれ。お前が言うのかよ。誰のせいだと思って。二人ともやめてねえ。どうして仲良くできないの。俺はこいつを相棒だと思ってきた。だけどそれが嘘かもしれないと知ったら怒るだろう。なぜ嘘と決めつける。それこそ敵の罠だとなぜわからない。だから喧嘩しないでって。マークダスフェイス、やめとけミュ。なんで、うち間違ってること言った。お前は寮の最後を知らないからそんなことが言えるんだよ。そのシャコモンだっていつお前をあんな風に飲み込むかわかんねえんだからな。Warte, das ergibt keinen Sinn. Du würdest nicht so reagieren, wenn du wüsstest, was mit Ryo passiert. Ryo ist freiwillig in den Nebel gegangen und Kunemon hat sich als Folge davon aufgelöst. Ryo und Shuji sind zwei komplett verschiedene Situationen gewesen. Nicht mal ansatzweise miteinander vergleichbar. Und nach Ryo zu erwähnen, zu sagen, dass Shakumon Mio fressen könnte, ergibt keinen Sinn hier. Das ist ein Kontext, die beiden Kontextdinger gehören nicht zusammen. Die stoßen sich ab. Das ergibt keinen Sinn. So eine Sache nicht. Shakumon war...血を飲み込んだりしないもん。そうよ、私はミュウにそんなことしないって。それより自分の相棒の心配をしたらどうなの。 Ich find's witzig, dass wir die Diskussion hier gerade haben. Das fällt kein auf, was zwischen Shuji und Lopmon passiert ist die ganze Zeit? そうだよ、お兄ちゃん。さっきドラクモンにひどいこと言ったでしょ。謝りなさい。ドラクモンはお兄ちゃん
知るか。俺はお前たちを心配して言ってるってのに。もういい。お前のようなわからずや相手にする時間が欲しい。Sie sollten mit dem Streiten aufhören. Jetzt ist alles noch schlimmer geworden. Oi, Falcomo, doko e ikun da? Dame da yo, Falcomo. Ima koko o hanaretara nani ga okoru ka wakaranai yo. Toriaezu kyouji ga modoru made koko ni ite kurenai ka? Na? Nakuma no yuu tori ni shio. Ne, Falcomo.わかった。俺の方こそ少し取り乱していたようだ。Wait a minute. Holy shit. Holy shit, Falcomon. Whoa. Vielleicht ist Falcomon gehen nicht der Angelpunkt, der alles wieder zusammenbringt. Vielleicht würde Falcomon kurz darauf direkt wiederkommen, wenn irgendwas passiert. Ich bin gerade geschockt. Ich war mir ziemlich sicher, dass Falcomons gehen der Angelpunkt hier in der Handlung gerade ist.Dass es darauf hinausläuft. Okay, cool. Können sich Minoh und Falcomon doch nur so gut wie Mio und Chakumon vertragen? Haben sie. Bevor Minoru meinte, hier einen auf Panik machen zu müssen. Freie Aktion.Vielleicht wäre Agumon Falcomon auch hinterhergerannt. Who knows? Aber ich bin gerade überrascht, dass diese Entscheidung tatsächlich bewirkt hat, dass Falcomon bleibt. Das hat mich gerade ziemlich auf den falschen Fuß erwischt. Wow. Die Verwalt freigeschaltet. Wie viele Punkte kriege ich noch? Einkaufsviertel? Das ist ein Wohnviertel? Noch ein freier Kampf. Okay. Birdramon und Meramon.God damn. Zweiter Inselbereich. Da sind Agumon und der Professor. Da seid ihr. Hier ist freier... Da steht einfach mal random ein Ultra-Level in der Stadt. Okay. Okay. Da sind da jetzt einfach mal ein paar Ultra-Level in der Stadt. Okay. Mich wundert ja, dass die Geschwister sich aufgeteilt haben.Minoru und Miyuki. Ich war noch im Auto. Minoru und Miyuki, sollte ich vielleicht nach ihnen rufen? Ja, yeah, maybe. Du verbrauchst eine Aktion, du auch. Okay, das muss gut gewählt sein. Tage 2 oder. Egal, es war offenbar eh nicht wichtig. Item?Okay, die Kamera soll ich da verwenden. Du kostest keine Aktion. Alles okay, Falcomon? Ja, alles gut. Wirklich, er wirkt viel verängstigter als sonst. Ehrlich gesagt bin ich eifersüchtig auf Agumon. Hä? Es wäre toll, so eine enge Beziehung wie ihr zwei zu haben. Ach, es ist nichts, vergiss es. Bestimmt wünscht sich Falcomon sich auch besser mit Minoru zu verstehen. Die beiden waren ein Herz und eine Seele.Bis er hier meinte, einen auf total Panik machen zu müssen, wie bereits gesagt. Die beiden waren ein Herz und eine Seele. Aber nein, Minoru musste ja voll Panikmod gehen. Was ist das? Habt ihr den Glitch gesehen? Das war... Das sah aus wie Sakis Jacke. Die da manchmal ins Bild kam. So für einen Abschnitt.Sag Cheese.
Sag Tschüss, komm mit Agumon zusammen. Sag Tschüss, ich wünschte, ich könnte euch Fotos schießen. Na kommt ihr beiden. Ich krieg euch beide bestimmt drauf. So, passt schon. Tschüss! Ja. Okay, mit Minoru reden wäre vielleicht eine gute Idee. Ihr beide... Warum seid ihr unter der... Warum seid ihr wieder runter? Warum steht ihr dort? Da sind Miu und Saki. Soll ich mit ihnen reden? Wäre eine gute Idee, I guess. Ende des Korridors. Mit dir reden bringt... Okay, ja, gucken wir mal hier. Wasserstraße wird scheinbar noch weiter hinein. Vor uns ist kaum Licht. Wir sollten an die Oberfläche, um uns umzusehen. You think, right? Eine lange Wendeltreppe, die führt sicher in die Oberfläche. Seid ihr von da nicht gekommen? Apparently not. So, mit dir reden kostet keine Aktion. Saki? Was? Ach, du bist ja wie immer. Gerade hast du doch Floramon noch gesagt, er? Wären überhaupt sie oder es? Egal, es soll ich in Ruhe lassen. Ich war nur erstaunt, weil Minoru nicht sich so komisch und ängstlich benimmt. Hast du das nicht vor Minoru gesagt? Oder habe ich das gerade falsch im Kopf? Tut er das? Ja. Floramon wirkt beunruhigt. Vielleicht wird sie ja nicht schlau aus, Saki. Wenn sie oberflächlich auskommen, muss das wohl vorerst reichen. Ich verstehe nicht, wie diese Diskussion überhaupt erst zustande gekommen ist. Ihr zwei kommt so gut miteinander aus, da fühle ich mich gleich besser. Also Takuma ist so nett, an seiner Seite kann ich einfach loslassen. Offenbar steht ihr euch auch sehr nahe, Shakumon. Meinst du, das ist schön zu hören? Ich wünschte, Minoru und Saki würden sich auch so gut verstehen. Warum gerade die beiden? Oder meinst du die beiden ihre Partner? Minoru ist eine Sache, aber Sakis Stimmung ist irgendwie seltsam. Ich dachte, sie würden sich großartig verstehen, aber sie sind so abweisend. Aoi wirkt auch etwas beunruhigt. Ob wir wohl wirklich zurechtkommen? Fragen über Fragen. Fragen über Fragen. Da unten war offenbar ne... Habe ich mich genau umgeguckt? Moment mal, Ich habe mich doch gerade umgeguckt, oder? Nur habe ich mich genug umgeguckt, ist die Frage. Zum Beispiel da oben würde ich was verstecken, aber offenbar nicht. Hier scheint tatsächlich... nichts zu sein. Okay. Okay, wenn ich mit jedem einmal reden würde. 1, 2, 3, 4. Ich weiß immer noch nicht, was es mir bringt, mit Haru und Miyuki zu reden. 5, 6, 7. Wo ist Haru? Wo zur Hölle ist Haru? Anyway. Da ist Kaito. Soll ich nach ihm rufen? Yeah, maybe. Oh, Haru ist hier. Was ist das da für ein rotblaues Ding? Das ist ein Friseursalon-Schild. Normalerweise dreht sich das. Warum ist das so schnörkelig? Da dreht sich ja einem alles. Das ist der Punkt, Agumon. Eine Eistruhe mit einem Metalldeckel. Wow. Wir gucken nicht mal rein. Mit dir reden verbraucht keine Aktion. Dragmon. Hey, Takuma, du siehst genervt aus. Und du siehst deprimiert aus. Alles okay? Ich bin nie deprimiert. Du solltest dich besser um dich kümmern. Er spielt den Harten. Aber ihm klar zu machen, dass er traurig ist, würde nicht unbedingt etwas ändern. Ich muss ihn im Auge behalten. Why? Drauf steht Fifth Avenue. Muss der Name des Einkaufszentrums sein. Klingt nach einem Namen aus meiner Welt.
Der Name ist viel zu banal. What? Der bietet keinen Anhaltspunkt. Okay. Huch! No. Let me back. I'm not done there. I'm not done. So, hier war ein Item. Oder irgendwas. Kaito, nicht erschrecken, das was hinter... Die... Okay, die Kamera hatte gerade harte Probleme, ihr Ziel zu finden. Ausdauerpilz, gut. Ist was bei Haru irgendwie in der Ecke hier? Nein, mit Haru kann man zwar nicht reden, aber er ist immerhin da. Das ist ja schon mal was. Sure. Angeblich geht sie hier nie manchmal mit... Hä? Wir sind gerade erst angekommen. Angeblich geht sie hier manchmal mit Labramon spazieren. Wir sind hier gerade angekommen. Ich dachte, ich würde sie hier treffen, aber ich frage sie einfach später. Huch. Ach, da sind sie ja. Aoi und Labramon. Aoi sieht sauer aus. Worüber hat sie sich wohl unterhalten? Ich muss stärker sein, zuverlässiger. Darüber habe ich viel nachgedacht. Aber du bist doch zuverlässig. Ich kenne dich von allen am besten und das finde ich. Nein, das reicht immer noch nicht. Ich bin immer noch nicht gut genug. Hast du immer noch Angst, den anderen zur Last zu fallen? Das stimmt nicht, weißt du? Danke, Labramon, aber deswegen mache ich mir keine Sorgen. Natürlich will ich die anderen nicht behindern oder nerven. Aber ich möchte gerne zuverlässiger sein, das ist alles. Ich will jemand sein, der die anderen beschützen kann. Aber das klingt doch toll, Aoi. Hey, ich helfe dir, okay? Frag mich, was du willst. Das mache ich. Danke, Labramon. Irgendwie merkwürdig. Merkwürdig. Was ist merkwürdig? Wie sehr besorgt oder deprimiert ich auch bin. Ein Waldspaziergang mit dir macht mir immer den Kopf frei. Wenn es dir hilft, gehe ich so viel mit dir spazieren, wie du willst, Aoi. Danke. Ich verstehe, also Aoi bespricht auf diesem Spaziergang mit Labramon immer ihre Sorgen. Aber sie gibt sich auch größte Mühe, sich zu verändern. Das sollte ich auch. Ist jetzt kein guter Zeitpunkt für meine Frage. Ich stehle mich einfach davon. Wer ist da? Was so? Mist, sie haben mich gesehen. Ach, was soll's, ich komme einfach raus und erkläre was. Oh nein, was ist mein Feind? Mann, die waren doch noch nie hier. Beruhig dich, Aoi, überlass das mir. Ich werde nicht zulassen, dass sie dir auch nur ein Haar krümmen. Excuse you? Excuse you? What is going on? Warum haben wir einen Ladebildschirm? I don't like this. Wait, das sind wirklich Feinde? Wait, was geht hier ab?